Marcel weiß immer auch nicht, was wir jetzt hier machen. Map spielen wir? Ich hoffe, ich bin nicht der Fiese. Die mit der Lava und muten! So, bin ich jetzt gemutet? Ich hoffe's. So, mal schön gucken. Wer hier alles so wo ist. Wer hier alles mein Freund ist. Einfach mal schauen. Oh, Don Kyukyu ist gestorben. Was? Oh, geil. Nicht die Gera. Gemutet und hat gelacht. Und Skralle. Nee. Ich bin aber nicht gemutet. Irgendjemand, das war einer, das weiß ich. Also, ich kann auf jeden Fall sagen, dass es oben rechts war vor diesem Health-Ding. War es ein Double Kill? Ja, muss es sein. Der kurzen Zeit auf jeden Fall. Oben rechts? Ich bin dass er nicht da ist. Warte, ich hab doch hier ich eine Map. Ich hab halt unterwegs irgendwen gesehen, der aus Storage rauskam. Mii. Ich weiß nicht mehr wer. Aus Mario. Storage. Ja. Also als das Spiel angefangen hat, hat man rot gesehen, wie er Sch gemacht hat. Das macht ihn verdächtig. Ganz normal. Oggi war. Ich hab nur irgendjemanden gehört, verkauft. Der nicht gemütet war. Also, I don't know. Ja, gut, aber das kann ja auch nicht. Wer ist denn alles nach rechts sein. Gelaufen? Oder wer hat da irgendwen gesehen? Also, Shiro kann es selber gewesen sein? Ich hab Shiro unten, genau. Ja. Also, diesen Elektro-Post und ich war gerade zum zweiten, da habe ich die. Ja, du hast die Leiche rapportet. Ja, genau, und die habe ich davor gesehen. Ja, ich meine, theoretisch kannst du es halt trotzdem selber gemacht. Ja, natürlich, theoretisch gesehen kann ich es gemacht haben, aber ich habe es halt nicht gemacht. Ich habe oben am Anfang. Hast du gerade reported, die weiße oder die orange? Ja, die weiße. Gera habe ich reported. Ich bin mir immer noch nicht genau sicher, wo die lag. Wenn du bei diesem Sterngucker-Ding da bist, ne? Also im Laboratory. Ja, genau. Also kurz vor. Kurz davor, also in diesem Gang. Oder so da hat niemand da oben weil ich stehe nämlich gerade vor dem Gebäude und habe das Fuel aufgefüllt. Genau, das habe ich gesehen, oben links. Ja. Also vorm Eingang links drüber. Genau. Da habe ich dich noch gesehen, da bin ich an die vorbei und dann habe ich die gefunden. Ja. Also ich bin, nachdem ich Shiro gesehen habe, nach rechts gegangen und habe da dieses Labyrinthending gemacht. Okay, und wo war der Rest so? Ich war Orgi? Links. Un war auf jeden Fall Electric. Ja gut, nichts genaues weiß man nicht, ne, zu der Zeit. Also ich kenne die Map noch nicht so gut, aber ich bin relativ weit oben. Ich wollte mir eigentlich... Muten, bitte, danke. Ja, genau, ich wollte mir eigentlich noch eine Map aufmachen, wo ich gucken kann, aber ich habe jetzt keine. So, bin wieder gemutet. Gehe ich denn hin? Gehe ich denn hin? Oh, die Lights. Ist ein bisschen früh für die Lights. So, ich suche mir jetzt hier einen Buddy. Hier schön. So. Ich gehe mal mit Shiro. Oh ne, nicht Shiro töten. Ja, ich hab's gerade auf dem Dings gesehen, auf dem Vitals. Nein, nicht die Jacke. Die Jacke. Vogelbars, oh mein Gott. Also ich glaube, Shiro war's nicht. Hat Jake irgendjemand gesehen jetzt in letzter Zeit? Wer hat ihn überhaupt... Ich will kurz fragen, wo die war. Ah ja, Robert dafür. Ich kenne die Map jetzt auch nicht so gut. Ich bin jetzt da oben. Wir haben uns ja alle beim Lichtdings gesehen, bin runtergelaufen. Da sind diese Türen, wo man diese Switches machen muss. Ja, und die musst du machen, weil der Strom aus war.
Nee, weil jemand die Türen benutzt hat als Imposter. Genau, da sind so kleine Kippschalter, die man in die Türen auf. Da an der untersten Dings lag die Jacke. Also links, ganz links da, wo die Triebwerke sind, glaube ich. Unten quasi. Ja, die Triebwerke, ja. Ja, ich habe mal eine Seite reingeschickt, wo die ganzen Karten drauf sind für alle. Sehr die gut. Brauchen. Soll ich nur die richtige raussuchen, wenn sie nicht schon offen ist? So. Also ich stehe gerade am Teleskop und suche das Raumschiff. Okay, also ich hat Jake irgendjemand noch gesehen in letzter Zeit? Nope. Weil das wäre ganz interessant, denn ich bin fast die ganze Zeit mit Shiro rumgelaufen, den könnte ich dann für diesen Kill zumindest ausschließen. Für den ersten kann ich nicht zu 100%, aber da muss er schon schnell. Oh, das war ein Double Kill, eigentlich kann das auch nicht gewesen. I don't know. So. Schwierig. Jetzt habe ich die Seite. Wo war denn Broggel gerade? Im Norden, da bei diesem Dingsbums da. Das ist eine super Aussage. Ja, dich habe ich auch gerade noch in der Nähe von den Vitals gesehen. Und da, du bist oben drüber gelaufen. Was hast du bei dem Dingsbums da unten gemacht? Das sind so geile Angaben hier. Den Pass. Krass gedingsbumst. Ja, scheiße. Ist ja noch nichts gefährlich. Ja, ist noch nicht. Genau, beim nächsten Mal müssen wir vielleicht besser einen rausschmeißen. Müssen wir auf jeden Fall. Ja, oh, okay, hat Broggel gebotet. Hm. Ich bin ja immer noch so. Sorry, oben. Aber von wegen, ich war da unten und habe nichts gemacht, ist. Komm hier zu nix. Ich bin für Orgi. Wer hat die Leiter gefunden? Ach, okay, Mann. Ogün. Ogün? Ogün? Ogün lacht noch, weil er mich gekillt hat und Ich bin Ari. Also Arioros hat ja gesagt, hier, ich bin gerade noch an den Planeten gucken, ne? Ja. Ja, ja, der ist gestorben. Genau da. Okay. Ogi hat erst nicht geredet, weil er noch am Lachen war, weil er ihn gekillt hat und dann direkt confirmed. Meinst du, er hat für sich doppelt geklickt oder was? Könnte ich mir vorstellen. Nee, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also der Ogi und ich haben gerade eine Task zusammen gemacht bei diesem Notfall, wo man die Hand auflegen muss. Ja. Und du hast ganz schön lange gewartet, bis du die zweite Hand aufgelegt hast. Achso, nee, das musst du auf der anderen Seite machen. Genau, da muss einer rechts, gedacht, einer links. Warum habe ich auch so? Hä, warum drückst du jetzt irgendwie nicht da drauf? Ich hätte drauf gedrückt. Ja, kann. Also Leute, ich bin immer noch für Broggel. Also man muss. Ich glaube, das war mir zu letzte Runde zu schwammig. Halt ist ja auch schon ein Traitor. Also ich habe ihn halt gesehen, auch über dem Ding, wo wir immer spawnen. Erst noch. Da war er mir noch über den Weg gelaufen. Wer? Broggel. Kümmerst deine Verteidigung? Ich komme mir vor wie The Judge. Hau rauf. Was hat er denn da Schlimmes gesagt, Ogin? Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Ich bin unten am Dingsbums. Also er ist auch wieder Richtung unten gelaufen, ne? Ja. Also ja, aber er kam von links und dann wenn man sogar die Task fragt und was hast du gemacht und dann wird gar nichts kommt, dann ist mir schon ein bisschen suspekt, dass das Spiel hier basiert darauf, Alibis zu erzählen.
Also wir sind 5 Leute, die zum allerersten Mal auf dieser Map spielen. Ja, das ist korrekt. Würde ich da nicht zu viel draufsetzen, Traitor. Ja, gut. Tschüss, Ogün, war schön mit dir. Lava Bank ist sehr cool. Ja, das war so ein Wasser. So. Oh nein, jetzt habe ich Shiro verloren. Meinen einzigen Freund. Mal gucken, was ich muss jetzt auch mal vielleicht mit den ein oder anderen Task fegen. Ah, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, wählt mich, ist okay. Brogge war's. Ja, ist okay, ist okay. Wow. Ist okay, Leute. Ich habe sogar tatsächlich kurzzeitig gedacht, dass es Ari war, weil die mir die ganze Zeit so hinterhergelaufen ist und holy einfach. Ja, aber es ist schon sehr schwer auf dieser riesigen Map. Ja, man also, muss erstmal reinkommen. Ja. Also für Neulinge ist die große Map auf jeden Fall hart, ja. Ja, also ich hätte auch nicht beschreiben können, wo ich mich gerade befinde, weil ich da. Ja. Ich habe gar nichts gekraft, ich war einfach tot. Hey, ich bin Pick, ich bin Pick sein. Aber wer hat mich umgebracht von euch beiden eigentlich? Ich hab dich umgebracht. Du standst da so lieb und süß und ich dachte, komm, kannst dir noch was angucken. Herzlich willkommen bei Hallo! Hallo, Leute. Ja, ich war der Mörder. So, jetzt bin ich aber nicht der Mörder. Ich mach direkt mal hier meine Schlüsseltask und als Host hast du natürlich hier die eine Seite. Jetzt gleich mal fragen hier. Jake geht rüber. Vogel geht rüber. Gucken, ob Stefan auch rüber geht, weil das ist die Common Task, die alle haben. Also Jake, Vogel und Stefan sind für mich schon mal safe, tendenziell. Jetzt habe ich am Anfang nicht drauf geachtet, wer hingerannt ist. Ich glaube Shiro. Ah, okay. Cool. Okay. Also, okay, sorry. Das war... Also ich kam gerade dazu. Wer kam noch dazu? Ich bin da gerade reingekommen. Okay. Entweder wart ihr beides? Nein, es war definitiv verlungen. Der ist gerade. Was? Ich muss erstmal zur Leiche rennen. Ja, Moment. Wäre ich da nicht reingekommen, wärst du auch wieder weggerannt. Ja, nein, ich war gerade auf dem Weg zur Leiche. Ich kam noch von unten, Shiro. Ich muss ja erstmal da hoch. Ich hab eine ganz andere Frage, die vielleicht ein bisschen Licht in die Dunkle, in die Dings bringt. Wer von euch hat noch so die Schlüsseltask oben rechts? Alle haben. Die haben alle. Psst. Ja, dann sagt es doch den Leuten, die Map nicht kennen. Verdammte Axt. Aber das ist unfair. Ja, welches Loch habt ihr so gehabt? Können wir von oben anfangen, noch neben? Einmal sagen, welche Schlüssel die hatten? Linke oben? Reihe oder rechte Reihe? Egal. Was? Linke Reihe, drittes Loch. Shiro schreibt sich das jetzt auf. Linke Reihe, drittes Loch. Ich glaube, es war das dritte oder vierte. Ja, die glaube ich sowieso, weil dich habe ich da gesehen. Also ich glaube, Jake... Ja, okay, Stefan weiß, dass die Task dann alle haben. Du kannst nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht aufgeguckt. Wir müssen uns erstmal über den Kill unterhalten. Also wenn wir ja, eben, also sorry, also, ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt. Ich finde ja, dass Gera und Halung mal ein bisschen reden müssen, weil ja, gerade war nur Gera, die ganze Zeit Halung beschuldigt und ich habe nur einmal Halung gehört, der gesagt hat, nee. Halunk hat gekichert wie ein kleines Mädchen, falls du das nicht mitbekommen hast. Also das, was du gerade machst, meinst du? Nein, wenn nein. Wenn ich irgendwas gelernt habe bei diesem Spiel. Es sind einfach, hey, einfach die beiden, Alter, ganz ehrlich. Ja, genau. Ja. Ohne Witz okay. Jetzt. Nein, ja, okay, ihr müsst mich, also erstmal habt ihr angefangen mit diesem komischen Test. So, und deswegen konnten wir gar nicht die Situation erklären. Ja, Entschuldigung. Ich kam von unten, ja, unten, oben, mittig, da wo dieses komische Loch ist, dieser Abgrund. Und jetzt können wir sowieso nichts mehr sagen. Toll. Wer wurde ich mein, nein, oder? Oh, ich weiß nicht. Oder Gera ist. Beide müssen raus. Wow. Also ich das bin ja dafür, dass wir. Ja, ich rufe gleich das nächste Meeting, Leute, keine Angst. Da hätten wir ruhig nochmal skippen können. Ich meine, ich habe auch nicht geskippt, aber hätten wir ruhig nochmal. Ich bleib mal bei Robert. Ich
Ich bleib mal bei Robert. Einfach mal bei Robert bleiben. So. Warum haben wir jetzt Stira rausgeschmissen? Ich muss die Temperatur einstellen. Das wüsste ich auch gern. Weil, also, als ich da reingekommen bin, ich meine, die standen da beide, ja? Entweder sind es beide, aber Jira hat es wenigstens confirmed, weil beide sind nicht zur Leiche direkt gegangen, als ich da reingekommen bin. Ja, ich glaube, sonst hättest du ihn ja auch nicht gesehen. Da, weißt du, so, ich meine, wäre echt weird, wenn zwei Leute nebeneinander stehen, auf einmal liegt da eine Leiche und keiner war's. Nee, ich konnte sie nur noch nicht schneller reporten, weil da so ein komischer Tisch in der Mitte vom Raum stand. Da ist erstens ein Loch. Achso, also ihr wart ja, beide oder Loch? Zwischen, also zwischen euch ist eine Leiche gestorben und keiner von euch beiden hat gesehen, ob das der andere war? Nein, ich habe nur gesagt, dass ich nicht schnell genug rüber konnte. Da nee, gibt's keine Ausrede. Okay. Nee, das ist durch. Ja, das ist wenn wirklich. Das Game jetzt noch nicht vorbei ist, dann weiß ich ja, wer es war. Ja, viel Spaß, Leute. Dann war es auf einmal Shiro, oder was? Ja, weil ich gerade reingekommen bin und zwei Leute gesehen habe. Ich sag mal so, es kann halt immer noch einer sein, der irgendwo... Shiro, spiel deine Flöte und ihr Ratten rennt hinterher. Ja, also... Naja, wenn wir jetzt alle gewinnen, ist ja auch ganz gut, ne? Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Dieser eine Wurf von Shiro. Ja, das war klar. Bin ich jetzt gemutet? Ja. Sonst würde irgendjemand sagen, Ari, du bist nicht gemutet! So, ich glaube nämlich, Jera war es halt legit wirklich nicht. Oder, wenn da ein Loch war, ich weiß gar nicht mehr, wo überhaupt die Leiche lag, verdammt nochmal. Gehe ich jetzt zum Leid? Habe ich Bock, dahin zu gehen? So. Okay, ich dachte, da hüpft jetzt einer ins Loch. Also, ich hab Angst. Ich guck mal hier. Vogel geht da rein. Skralle und Ugi gehen zurück. Okay, Moment. Ich muss hier runter, Jake. Oh. Jake, gehen wir auf die gleiche Seite? Es müssten ja noch genug... Okay, nevermind. So, Leute, ich habe das Rätsel gelöst, ne? Okay. Ich hab vergessen, dass da ein Fenster ist. Das ist jetzt natürlich ganz doof. Das ist oben links bei dem Reaktor. Und ich stand bei Ari bei den Security-Cameras und hab dann durchs Fenster gesehen, wie Ugin Skralle weggemacht hat. Ich glaube, das ein bisschen bestätigen zu können, weil ich Ugin und Skralle eben zusammen rumlaufen hab sehen. Also als Jake schon gesagt hat, dass er den Fall gelöst hat, war ich schon voll bei Jake. Tut mir leid. Ja, und vor allem, also ich meine, Ari hat ja gesehen, dass Jake neben mir stand. Dann ist jetzt, ja, wir werden ja sehen, ob jetzt gleich noch ein zweiter ist, ne? Also ich war auch wie Jack, also Jack ist, das hört sich schon ganz plausibel an. Das ja, würde ich jetzt auch sagen, ne? Was? Nee, ich war für Jacke. Okay. Also Leute, bei allem Respekt, ich habe einen Kill gemacht und vier Leute standen um mich herum. Wie habt ihr nicht gesehen, dass ich aus Versehen jemanden getötet habe in vier Leuten drin? Ich hab's gesagt, aber das Ding ist halt auch, man müsste die Leute ja auch ausreden lassen, wenn sie eine Situation halt erklären, oh, ich bin aus Versehen rausgegangen. Musst du lauter schreien. Und das Ding war halt, weil du mir ein Stück entgegengekommen bist, habe ich gedacht, so, ja, du willst da schnell raus, so. Also für mich war es auf jeden Fall. Ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, wie man die Leute reportet, Leute. Immer diese Pro-Gamer mit ihren Pro-Strats. Ihr müsst auch mal an normale Menschen denken, weißt du? Ja. Oh, ich find's auch echt blöd, eigentlich, dass man nicht sehen kann, ob das der Traitor war oder nicht. Es fühlt sich viel besser an, wenn man rausgekickt wird und die Leute sehen, dass sie verkackt haben. Ja, das fühlt sich viel besser an für alle anderen. Wir probieren's mal aus. So, ich bin wieder kein Imposter. Schlüsseltask kann man nicht. Dann kurz gucken, ob hier oben einer weggemacht wird. So, dann gucke ich mal meine eigenen Tasks. So, jetzt erstmal kurz gucken hier. Hm? Stefan, wie sieht's aus?
Ja, ich glaube, das ist ein bisschen hochgegangen. Hat er nochmal Glück gehabt. So, dann hole ich mir hier den Planeten. Da ist auch das Licht wieder an, Mensch. Ist doch toll. Specimen. Oh. Mann, das geht aber mal fix hier, ey. Also die Leiche liegt wieder oben links am Reaktor, da dieser Seismic Stabilizer. Und Roge, wie hast du den nicht gesehen? Er liegt direkt neben dir. Umgehen, bist du gemutet? Nee, Brogel. Ach, Brogel. Ja. War es jetzt mich? Was, wer jetzt? Nein, Brogel. Ja. Okay. Der lag direkt neben dir. Entweder hast du ihn getötet oder... Ich hatte die Karte auf Vollbild. Ich habe mich nicht gerade drum geschert, ob da irgendwas liegt. Ich habe Benzin irgendwie durch die Gegend geschippert. Aber war gerade nicht diese Sichtweite gerade auch eingeschränkt? Ja, die war aber schon wieder weg, die hatte Uwe gemacht. Ich sagen, die ist jetzt aber schon auch, auch gewundert habe, dass der schon lange davor und die ganzen Linker waren aus, als ich da dran bin. Wir haben aber alle... Das Ding ist, ich habe da drauf geklickt, wo das halt geleuchtet hat. Dann war es irgendwie nicht, da habe ich wieder andere betätigt und keine Ahnung. Muss alle Lämpchen grün machen, Ogün. Ich muss sagen, das Ding war aber, das habe ich auch zum ersten Mal gemacht, das Ding. Mit den Schaltern. Haben wir jetzt eigentlich an oder aus, dass man sieht, wer rausgevotet wird? Wir haben es jetzt immer noch aus. Wir können es ja für nächste Runde mal anmachen. Wir können immer noch quasi fake reporten und damit durchkommen. Ja. Okay. Da bin ich dabei, Brogge. Ich fände es vielleicht gut, wenn wir nicht André direkt rauskicken immer. Ach so, oh nein. Weißt du, aber du kannst ja als Geist, kannst du ja weiterarbeiten. Na André, geiles Spiel, ne? Ich treffe mal ein und dann rennt mir irgendeiner hinterher und meistens erwische ich eine Sackgasse und dann... Werd ich hier jetzt gerade gekickt, ohne dass ich was... Also ich hab geskippt. Deine Verteidigung ist ich hab auch geskippt. Also ich würde auch immer allen empfehlen... Ich hab zweimal dieses Benzin irgendwo hinschippern gemacht und hatte die Map dabei auf Vollbild. Also Gera... Mir ist von da gelb entgegengekommen, als das Licht aber aus war. Oha. Oh, cool. Also ich hab jetzt Brogel gefällt, weil, Gera gesagt hat, es ist ja schön, wenn man die sofort kickt. Also ihn kickt das Spiel. Was? Das hab ich gar nicht gesagt. Warte, wer hat das jetzt gerade gesagt? Jacke oder Oggi? Das ist die Kommentarscreen. Sorry, nicht reden. Ich bleib mal hier, Corinna. Es sind genug Leute hochgelaufen. Ich beschütze Jera, während sie die Karte swiped. Okay. Wo muss ich danach hin? Da draußen. Test? Ja, okay. Das war Shiro. Ich hab genau gesehen. Ich war nämlich unten bei. Wie heißt es? Die Asteroiden da kaputt machen. Da war nämlich, da ist halt Jake Weapons. Und Shiro gekommen. Ha? Weapons ist das. Gemutet. Genau. Ja. Und dann ja, ich bin mit Jacke schon vorher rumgerannt. Wir waren beim Reaktor oben links. Und sind ja, ich war auch oben links mit Jake. Ja, ich bin ja, ich sag ja nicht, ja, dass Moment, Jake Moment. Es nicht war, ne? Hä?
Ich verschuldige dich. Ja, genau. Weil du Jacke umgebracht hast, danke. War sofort klar für mich. Okay, hast du gesehen, dass Shiro das getan hat? Ich sag mal so, wenn es ist Shiro oder es bin in dem Sinne ich, weil wir waren zu dritt alleine da. Da ich das nicht bin und gesehen habe, wie Shiro das umgebracht hat, habe ich sofort reported. Weil ich ihn töte, wenn ich gerade Asteroiden abschieße und den dann sofort reporten kann. Aber Ogyn weiß das natürlich. Deswegen, ja. Ist euch überlassen. Also ich war es nicht. Du weißt schon, wenn ihr mich tötet, ruft danach ein Meeting ein und tötet Ogyn. Ogyn ist zu 100%. Shiro ist auf einmal so ernst. Normalerweise ist Shiro nie so ernst. Was machen wir? Freund schon. Wenn so ist. Was habt ihr alle gewotet? Oh, ich bin unentschieden. Ich hab Shiro gewotet. Warum willst du das wissen? Kannst du dir nicht deine eigene Meinung bilden? Ich weiß halt gar nicht, wo die Leiche jetzt genau ist. Irgendwas bei Weapons. Wir waren unten beim Controller bei Weapons und haben Meteoriten gemacht. Jacke und ich sind zusammen rumgelaufen. Bei Communications waren wir vorher drin. Da müsste ich in 60 Sekunden wieder hin oder 70. Weiß ich gerade aus dem Kopf nicht. Und dann sind wir runtergegangen. Er hat da die Task gemacht und ich auch. Hm. Hauptsache eins auf Don Q. Jetzt habe ich leider nicht geguckt, für wen hat er gewotet? Hat er geskippt? Not so sure. Die Lights sind kaputt. Ich hatte ja Corinna ein bisschen im Auge. Und Stefan, also Ari war es. Habe ich jetzt auch so ein bisschen im Auge. Ich weiß nicht, ob Shiro das wirklich nicht war. Ich weiß es ja nicht. Okay. Jera ist hier, das ist schon mal gut, weil der vertraue ich, dass sie es nicht ist. Und sie muss jetzt auch wieder zurück dahin, wo sie eben schon hin wollte, wegen ihrem Task. Welchen Task möchte sie machen? Okay. Guck ich gleich mal, ob da die Leiste hochgeht. Schön. Jo, unten beim, bei diesem, also unten mittig ist so ein Wasserrad-Ding, wenn man in den Süden läuft. Da habe ich Shiros Leiche gerade gesehen. Dann war er schon mal nicht, ne? Mit Ogyn dementsprechend richtig. Okay, also ich, fürs Protokoll, ich laufe die ganze Zeit mit Ari rum und Ari hat jetzt gerade gesehen, wie ich den Medizin-Check gemacht. Ja, Visuals sind ausgeschaltet, also ich habe es nicht gesehen, aber ich bin mir die ganze Zeit schon ziemlich sicher, dass du es nicht bist, weil ich eben schon, als du einen Task gemacht hast, gesehen habe, dass die Leiste angestiegen ist, als du fertig warst. Okay. Kann ich nochmal nachfragen, wo genau die Leiche liegt? Im Süden ist ein Außenraum, wo so ein Wasserrad-Ding ist, das man drehen muss für den Task. Das ist unten rechts vor Edmund. Und unten in der Mitte ist nochmal so ein Einzelner. Ja, genau, also vor Edmund quasi, da unten ist das. Ah, okay. Du hast niemanden. Also Kuyo kam gerade über Weapons lang gelaufen, habe ich kurz vorm Report noch im Bildschirm aufploppen sehen, also zwischen Weapons und O2. Stefan, ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Wieso wolltest du denn eben wissen, wen wir so voten? Damit wir nicht einen Stich haben. Weil wir ja offensichtlich dafür waren, einen von beiden zu kicken. Machen wir das. Ja, okay. Jo. Und für wen hast du dann gewotet? Ich hatte für Shiro gewotet, was offensichtlich falsch ist. Corinna, was hast du denn dazu zu sagen, dass er dich gesehen hat? Ja, ich habe Ari vorhin auch gesehen. Da warst du auch noch nicht dabei. Da hatte ich Ari auch gesehen. Man sieht sich halt zwischendurch. Wann hast du sie gesehen? Relativ noch am Anfang, weil wir losgelaufen sind. Ja, bevor die Lichter ausgegangen sind, da hatte ich dich kurz verloren und dann kam Corinna mir, glaube ich, entgegen kurz und dann bin ich zu den Lights gerannt und habe gedacht, ah, schön, Jera ist hier, da muss ich keine Angst haben. Das macht Sinn. Scheiße. Wo war Broggel? Oben beim Thermometer. Angenehme minus 11 Grad übrigens. Also ich würde erstmal skippen, ich weiß es nicht. Ja.
Robert hat jetzt direkt für Stefan gewotet. Bin ich jetzt mal gespannt. Also wenn Robert uns jetzt hinterherläuft. Das sind die Comms. Da müssen wir eigentlich hin. Da müssen wir eigentlich hin. Irgendjemand muss die Comms machen. Achso, Jera muss immer noch den Medikit zu Ende machen. Da kommt jemand raus, ne? Vogel. Ich will hier lang. Nein! Jera! Kommt rein! Kommt mir nah! Sie leben noch beide. Ist schon mal gut. Ich habe hier nämlich irgendwo doch einen Task. Ja, hier. Nämlich. Oh nein, Simon Says. Okay, cooler Task. Ist natürlich jetzt auch assi, dass wir die ganze Zeit zu dritt rumlaufen. Für den Imposter ist es halt echt assi. Wo habe ich meinen letzten Task? Weapons. Laboratory, Das heißt aber auch, dass wahrscheinlich noch einer tot ist. Oh, scheiße, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Einer von uns stirbt. Einer von uns wird sterben. Wo sind sie? Ich muss links rüber. Die werden rechts rüber gehen. Oh, ist es Corinna? Ist es Corinna? Ja, ist es Corinna. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, aber ich hab die Hand noch drauf gekriegt. Das war gut. Ja, ja, da haben wir schon den richtigen hier. Jera und ich waren, glaube ich, da auf der gleichen Fährte zwischenzeitlich. Ich mache jetzt einfach meine Task. Die werden mich nämlich da oben nicht finden. Und sie wissen, glaube ich, nicht, dass man auf Vitals checken kann, wer tot ist. Ich soll jetzt erstmal suchen. Oh, mich doch gefunden. Ich habe Ari gefunden, es kann nur Corinna sein. Oder Ari war's. Achso, Ari war's, war's. Die liegt bei diesem Handscanner auf der linken Seite. Corinna kam gerade von der Richtung und ich war mit Broggelhallung zusammen die ganze Zeit. Hast du mich wieder erwischt? Stehen die Kameras übrigens. Ich habe auch eben drei zusammen gesehen. Das war Jera und noch zwei andere. Ihr seid zu dritt gelaufen. Broggel, Halunk und Don QQ sind zusammengelaufen und Kuyuat kam dann irgendwann dazu. Wo sind denn die zu viert an dem komischen Elektrik-Ding da gestanden? Die Kameras sind in Security. Ah, okay. Also ich war vorhin bei diesem komischen Baum gewesen. Ich kenne die Map nicht. Ich habe keine Ahnung, von was du redest. Und dann bin ich hochgekommen. Und dann habe ich euch drei da getroffen. Also ich weiß nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Wir waren gerade in diesem Kontrollraum, wo man die Übersicht sehen kann. Und dann habe ich von links gesehen, unten links, dass ein Charakter in einem Raum einfach aufgeploppt ist. Ich weiß nicht, gibt es in dieser Map die Luken auch für die Traitor? Ja, klar, die gibt's überall. Also deswegen habe ich ja vorhin die Map reingeschickt, da ist es auch gekennzeichnet. Das sind die roten Kästen mit den lilanen Strichen, so sind die verbunden. Wo hast du die Map mal reingeschickt? Weil ich habe immer noch Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Und wie heißt das? Atrium. Ah, okay. Also das ist halt ein Link, da sind alle Maps drin, ne? Der Seite. Muss halt runterscrollen, welche. Die miteinander verbunden, oder wie? Nee, es sind immer zwei oder drei miteinander verbunden. Nee, stimmt nicht, das eine mal sogar vier, sehe ich gerade. Ja, Corinna, was hast du denn gesehen? Warst du denn auch beim Handscanner? Nee, ich war bei dem Baum und bin dann hochgelaufen. Und dann habe ich euch drei gesehen. Wo ist der Baum? Der ist, weiter links. Ja, ich glaube, wir haben schon einen. Wir müssen, glaube ich, nicht flippen, aber
okay, wir flippen wohl doch. Es tut mir leid, Corona. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Nee, da hattest du schon die richtige Spürnase. Oh Mann, das ist total schwierig, wenn man die Karte noch nicht so gut kennt. Das war O2, glaube ich, oder so. Keine ja. Ahnung. Ja, Ogel, hier ist es so gelaufen. Ja? Ganz gut. Das war ein guter Vitalpranger zu stellen. Achso, dafür, dass wir ihn dann direkt eigentlich am Anfang rausgekickt haben, dein Traitor-Partner, war das schon? Ja, hat sich schon gut gemacht.